This video is brought to you by Alienware, featuring Intel Core i7 processors. Start gaming. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem kleinen, schönen, gediegenen Pack-Opening. Wir öffnen mal für 3000 FIFA-Points mal ein paar Päckchen und schauen mal, wen wir denn heute diesmal ergattern können. So, wir fangen einfach mal ganz gemütlich an. Momentan gibt es ja keine größeren Päckchen und da haben wir Ibora, der könnte sogar aufgrund der starken defensiven und Füßeswerte sogar ein bisschen was wert sein, liebe Freunde. Ein Tausender. Na komm, bei mir gibt es den für 59. Okazaki glaube ich nicht, dass der was wert ist. Gucke ich gar nicht erst nach. Das kommt in den Verein. Wappen und der restliche Scheiß stoße ich ab. Ja, ich weiß, man könnte aus den Verträgen mehr rauszwirbeln, aber nö. So. Nächste Päckchen und Jovetic. Was hat denn der für 4 Sterne schwach, 4 Sterne Skill? Könnte ja schon fast interessant sein. Zumindest mal interessant, dass wir mal nachschauen. 3000 immerhin. 3000 wird für den charismatischen jungen Mann aus. Wo kommt der her? Montenegro. Hätte ich niemals, ohne Scheiß, hätte ich niemals erkannt. Die Länderflagge ihr. Better Call Saul, liebe Freunde. So, gucken wir mal, wer. Machen wir mal, wir können ja drei Pack-Openings, würde ich sagen. 3000 FIFA-Points. Und gucken wir mal, wer der beste Spieler ist, den wir ergattern können. Und dann können wir mal so ein bisschen gucken. Wie sich das lohnt. Oh, das kann gut werden. Maxis, schöner Verteidiger. Sollte auf jeden Fall, ich denke mal, auch so um die 4 mindestens erbringen, oder? 3,9, 3,6 sind da. Nicht ganz. Aber auf jeden Fall für ein günstiges Serie A-Team. Okay. Fazio wird mit 32 Pace eher nicht interessant sein. Deshalb gucke ich da gar nicht erst nach. Wobei, ich habe auch Mertesacker in meinem Team. Und ohne Scheiß, Freunde, Mertesacker hätte ich anfangs nicht gedacht, ist wirklich okay. Ist wirklich okay. Also ich teste ihn noch ein bisschen. Werden bald die ersten Spiele kommen. Dann hier der Grund, der Favre-Killer. Ja, Raphael, ne? Wer von Hertha... Da hat er schon zugeschlagen, jetzt bei Gladbach. Gucken wir mal, wo der Favre jetzt hingeht. Und ob er den Rafa wieder mitholt. So. Den Tello verkloppen wir. Den Rest drauf geschissen. Weg damit. Also bisher noch ziemlich mau, aber wir sind ja noch am Anfang des Päckchenziehens, Freunde. Da ist ja noch ein bisschen was drin. Ich denke auch, dass so 3000 Points, dass das so eine schöne, gediegene Länge ist, um so ein bisschen Spannung... Fernandinho, schönen guten Tag, der Herr. Der, würde ich schätzen, ist 18k wert. Mal 12. 12 um den Dreh, 15 gibt es anscheinend nicht. Aber auf jeden Fall... ein schöner Zug. Von der Bewertung her jetzt nicht der beste, aber zumindest schon mal ertragreich. Machen wir mal hier für 14,57. So. Den packen wir in den Verein, falls wir mal ein Serie A-Team machen wollen. Reza Gucanejad. Cousinho, wirst du schon wieder, wie viele Kinder der Typ hat. So, weiter geht es. Aguero ist drauf und Gibbs ist drin. Nee, Rose. 82 Pace, eigentlich ein solider Wert. Allerdings ist die Barclays im linken Verteidigerbereich eigentlich ganz gut ausgestattet. Wen haben wir? Azpilicueta, Gibbs, Debuchy. Die Grinsekatze.
So, reinen, fein. Wen haben wir noch? Klischee. Also die Barclays ist da auf jeden Fall weit vorne. Wups, nächster. Ist, zack. Der Hutchinson. Der Hutchie aus, spielt als Kanadier in der Super League. Eigentlich gar nicht mal so schlechte Werte, ne? Wieso habe ich jetzt eigentlich das England-Wappen abgespeichert? Keine Ahnung warum. Egal. Weiter geht's, liebe Freunde. Erhöht den Marktwert, weißt du? Dass wenn die anderen mal gucken, boah, der Krieger hat so einen Marktwert. Das sind alles nur Wappen. Ja, die Kante. Also die Fitnesskarte nehmen wir mit. Kommen die Verträge. Was bringt eigentlich so ein Vertrag hier? So ein Schmürgelvertrag. 500. 350 wird drauf geboten. Ja, dann kann man einer die für 450 kaufen. Können wir auch mal jetzt langsam mit anfangen, ne? Ich meine, Kleinvieh macht ja auch Mist. So, weg damit. Ja, bisher Fernandinho der Beste, Freunde. Ziemlich mau. Ja, Lescott. Brian? Was, Brian? John Leon, hey, wäre ich jetzt auch never drauf gekommen. Der Half Fresen. Der kommt in den Verein, Freunde. Der charismatische Name. Half Fresen, ey. Half Fresen. Halt die Fresse. Möchte uns FIFA, EA, möchte die mir irgendwas sagen? Half Fresen. Top Typ. Und? Kacke. Aber ich kann ja auch Duplikate haben. Ich habe ja einen Ibra, dann kann der Ibra ja auch mal gerne irgendwie hier hin sein, aber haben wir nicht. So. Ja, Freunde, jetzt muss ein bisschen was kommen. Wir haben Halbzeit. 1500 Points gezogen. Fazit, Fernandinho mit einer 80 und ich glaube 81 war die stärkste Bewertung. Sissoko, den habe ich im Verein schon. Arsene Wenger. 3? Oh ne, bringt ja gar nichts. Ja, okay, zumindest bringt er hier ein bisschen was. Wir haben da auch ein beste Foto von dem jungen Mann ausgewählt, ey. So. Was mich wundert, dass sie eh nicht so viele Bälle rausgehauen hat. Die hätten ja noch viel mehr. Oh, hier kommen 800, können dann Shisoko haben. Eigentlich gar nicht mal so schlechte Werte. Die Leute wissen gerne mehr zu schätzen. Geile Münzzahl. 69.969. Sehr schön. Daumen hoch dafür. Und zack! Matuidi! Freunde, der Matuidi! Leider, also ich muss sagen, Matuidi finde ich ja eigentlich ganz cool. Das Problem ist nur bei dem Typen, mit 1 Meter 95, mit 1 Meter, wo ist denn das jetzt? Da, 1 Meter 75 ist der recht klein. Was ich hier übrigens enorm scheiße finde, ey. Man kann hier zwischen Spielerbiografie und Spielerdetails hingehen. Ich meine, ich sehe doch hier auf der Karte, dass er ein Basic Chemistry Style hat. Dass er ZDM spielt, aus Paris Saint-Germain kommt, kann ich mir hier anschauen. Ligue 1, Frankreich sehe ich hier. Tempo und die ganze Scheiße, ich sehe das hier doch alles. Warum packt ihr hier bei den Spielerdetails nicht die anderen Attribute rein? Was für Tempo-Eigenschaften hat er? Wie sieht es mit dem Schuss aus? Wie sieht es mit der Physis aus? Wie kopfballstark ist er? Das geht jetzt hieraus nicht hervor, was ich ziemlich schade finde. Dafür gibt es zwar Foothead, aber ich finde es geil, wenn ihr das ins Spiel einbauen würdet. 31.000! Gönnen wir uns. Das gönnen wir uns mal, Freunde. Ting. Gibt's hier für 33,50. So. Den Matuidi. 84er Bewertung. Bester Spieler, den wir bisher gezogen haben. Und der Rui. Oh, das ist schön. Das nehmen wir mal. Da können wir hier mal ein bisschen waxeln. Das sieht cool aus. So, Luis van Gaal ist auch ein bisschen was wert, glaube ich. Komm, der ist doch was wert, oder?
150 werden auf den geboten. Ja, komm, hier 150 für die Holländer. 150 für die Frontal. Muss man investieren. So, weg mit dem restlichen Ranz. Und weiter geht es. Schöner Zug. Matuidi. Bombe. Und Kacke. Wanyama. Ja, tschüss. Wobei, alter Finne, der hat eine 89er Physis. Ein Bulle. Vom Büffelringen aus der Savanne. Schön den Büffel in den Schwitzkasten genommen und schön in den Kopfnuss rein. Erinnert mich so ein bisschen von der Frisur her an Inscope. Der Ponzio! Alter, wie sieht der denn aus? EA, ihr wollt ja gerne immer ein bisschen Geld verdienen. Wisst ihr, was ich cool fände? Mal so ein Retro-FIFA. So quasi so ein Ultimate-Team aus den, was weiß ich, keine Ahnung. So aus dem 20. Jahrhundert. Oberfemi Martens. Ist der was wert? Nee, oder? Nur weil der Pace hat, ist ja nichts wert, oder? Och. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich bin ja Seattle. Seattle Sounders, okay. Naja. Oh, eine Shadow-Karte, Shadow. Was sind denn Shadows momentan? Mann. Ich finde, selbst hier, also ist so dieses Spiel ein bisschen lahmarschig. Was ist denn wert? Worauf wird geboten? Worauf wird geboten? 1300. Zum ersten, zum zweiten. Aber die heben wir mal auf. Müssen wir nicht direkt alles hier rauskloppen. Rest kommt weg. So, Freunde, wir nähern uns dem Ende. Wird Matuidi der beste Spieler sein? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Er freut sich dann aber, dass er bei Real Madrid so viel Geld verdient. So, weg. So, und da sind wir bei den letzten vier Päckchen. Bester Spieler 84, Matuidi. Werden wir es überbieten können? Nein, 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 nein. Ersten wieder auswärts. Weg. Drei Päckchen noch. Eine Bombe wäre geil. Eine Bombe wäre geil. Die Maria. Mit Ansage. Zack, da ist er. Sieht ein bisschen anders aus. Ist auch ein bisschen langsamer mit 38 Pace. Respekt für den Bart. Komm in meinen Verein. Golo Golo Heimtrikot. Zwei Päckchen noch, Freunde. Jetzt kommt der Knaller, Freunde. Jetzt muss der Knaller kommen. Sieh mal, dass mein Auge immer noch nicht gut ist. Das ist so ätzend. So, Alaba drauf. Messi drin. Oder Wetzo. Mann, 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 Mann. Ja, da kann man ruhig mal im Moped hier langfahren. Vor Wut. Vor Zorn. So, letzte Päckchen. Ich dreh mich um. Little, little, little. Und jetzt ist da ein Blaschikowski. Also, ja, super. Ha! Ja, so, jetzt öffnet das. Jetzt kommt. Blizzle, 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 blizzle. Und jetzt ist da, okay, Blaschikowski wäre eben gewesen. Jetzt ist da Scheiße drin. Jetzt ist ein richtiger Crap drin. Der Barry. Der Totze. Ja, scheiße. Ja, mal richtig zum Schluss richtig reingeschissen. So. Aufklärung, Freunde. Transfermarkt. Wir schauen uns das an. Matuidi, bester Spieler. Was haben wir ungefähr gemacht? 5, 6, 7, 8, 9. Hier 10k. Plus halt das, was man hier lübt. Ja, Matuidi, bester Spieler, den wir gezogen haben. Hier ist er.
der Blass. Und geht auf jeden Fall schlechter. Und wir schauen mal, was wir die nächsten Tage noch erreichen werden, wenn wir die nächsten 3000 Points ziehen. Ich bin gespannt. Und ich bin jetzt mal raus. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander Krieger. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und ja, schauen wir mal, wie wir in der nächsten Folge ziehen.